Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Video beschäftigen wir uns mit den technischen Grundlagen von Sui. Sui ist eine Layer 1 Blockchain, das ist die entsprechende Webseite dazu. Da werden wir noch ein bisschen uns damit genauer befassen und ebenfalls noch mit der entsprechenden GitHub-Seite. Sui wurde im Mai 2023 von Mysten Labs eingeführt, einem Team aus ehemaligen Meta, also früher Facebook-Entwicklern, die zuvor am Diem und Libra-Projekt gearbeitet haben. Das war der Vorgänger von Sui. Und der Name Sui kommt vom japanischen Wort für Wasser. Und das Thema Wasser findet sich auch oft in Ökosystemprojekten, besonders für die Namenswahl. Und was Sui besonders macht, ist die außergewöhnliche Skalierbarkeit mit über 2000 Transaktionen pro Sekunde. Über die Transaktionen werden wir noch sprechen, wie viel das sind, was das theoretische Maximum ist. Auf jeden Fall, da kann man ganz viele Transaktionen pro Sekunde mit Sui durchführen. Und es hat eine Finality in weniger als einer Sekunde. Und mit Finality bezeichnet man den Zustand, in dem eine Transaktion auf der Blockchain als endgültig und unveränderlich gilt. Und dies bedeutet, dass die Transaktion nicht mehr rückgängig gemacht oder geändert werden kann, da sie von der Mehrheit der Netzwerkteilnehmer bestätigt wurde und als Teil der Blockchain gilt. Bei Bitcoin sind es 10 Minuten und diese Leistung von Sui wird durch einen objektbasierten Ansatz erreicht, der parallele Transaktionsverarbeitung ermöglicht. Das ist nur ein Teil, wie man es so schnell hinkriegt. Wir werden noch über mehrere technische Details sprechen. Und die Blockchain wurde von Grund auf neu konzipiert, um die typischen Engpässe traditioneller Blockchains zu überwinden. Statt alle Transaktionen sequenziell abzuarbeiten, wie gesagt, ermöglicht Sui eine horizontale Skalierung. Das heißt, man kann Transaktionen parallel abarbeiten, welche nicht abhängig voneinander sind natürlich. Und je mehr Validatoren-Nodes dem Netzwerk beitreten, desto höher auch der Durchsatz. Und diese Innovation positioniert Sui zu einer Plattform mit tiefen Transaktionskosten, ähnlich zu Solana und vielen Transaktionen, wie zum Beispiel für DeFi, NFTs oder Gaming. Und bezüglich Gaming hier auch noch der Hinweis auf der Webseite: Open Pre-Order Your Sui Play 0x1 Now. Das ist hier dieses Handheld-Gerät und das ist analog zum Steam Deck oder dem ROG Ally von Asus. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Es ist ein Gaming-Handheld, welches auf AMDs Ryzen basiert. Das hat ebenfalls ein Ryzen-Chip drin und in diesem Handheld wird die Sui Wallet vorinstalliert und die Idee ist, dass man in Games Microtransactions durchführen kann, natürlich nur, wenn es das Game unterstützt. Sui ist auch eine interessante Kryptowährung, was den Markt betrifft. Und zwar hat der Token in den letzten Tagen beeindruckende 100% zugelegt. Da war er noch irgendwo bei 1,70, 1,60, 1,80. Momentan ist er bei 3,70 und das ist ein Riesensprung, natürlich höher oder mehr prozentual gesehen, als zum Beispiel Bitcoin hingelegt hat. Und neben der Trump-Wahl, der einen allgemeinen positiven Effekt auf den Kryptomarkt hatte, ist ein wesentlicher Faktor die Integration des USDC-Stablecoins in das Sui-Netzwerk in diesem September. USDC ist der zweitgrößte Stablecoin der Welt und eröffnet dem Sui-Ökosystem neue Möglichkeiten. Und diese Entwicklung fördert nicht nur die
Effizienz von DeFi-Anwendungen, sondern könnte auch neue Entwickler und Investoren anziehen. Beim Total Value Locked, dem sogenannten TVL, können wir uns hier anschauen, wurde bei Sui ist man bei fast 1,6 Milliarden US-Dollar. Wir sind auf Platz 8 mit Sui. Also Sui ist auf Platz 8. Aber immer noch weit abgeschlagen von Ethereum, das ein Total Value Locked von knapp 60 Milliarden US-Dollar hat. Sui beeindruckt aber mit der parallelen Transaktionsverarbeitung, wo theoretisch bis zu knapp 300.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Das ist natürlich deutlich mehr als bei Ethereum, aber das eben theoretisch. Hier der entsprechende Artikel dazu von K33 Research, hier eben die maximal theoretische Transactions pro Sekunde. Und mit minimalen Transaktionskosten von ungefähr 0,2 Rappen. Aber das sind theoretische Werte, also das mit dem TPS sind theoretische Werte, die nicht viel bringen, wenn man es in der Praxis nicht erreicht. Aber Sui, wie gesagt, positioniert sich ähnlich wie Solana, ist nicht mehr weit weg von Solana gemäß CoinGecko. Und das, da gab es den letzten Update am 17. Mai. Und hier sieht man eine Grafik der schnellsten Chains. Und da sieht man Solana Platz Nummer 1. Und Sui hier nicht auf Platz 2, nicht weit weg von diesen Transaktionen, von diesen 1000 Transactions pro Sekunde entfernt. Die Grafik lädt irgendwie nicht, aber hier haben wir die entsprechenden Zahlen. Und wir können uns auch noch das Maximum anschauen. Hier haben wir zum Beispiel Daily Peak. Das ist Highest Number of Successful Transactions per Second. Wie viel das man geschafft hat. Hier hat man einen Peak, hier sind es 8000 Transaktionen pro Sekunde und momentan befinden wir uns irgendwo bei 600. Eben diese Grafik oder diese Tabelle redet von 800, also irgendwo in dieser Größenordnung werden wir oder bewegt sich Sui. Durch das Listing auf großen Börsen wie Binance und die Einführung des CETUS oder CETUS-Protokolls hat Sui an Sichtbarkeit gewonnen. Zudem fördert die Integration von Cross-Chain-Bridges den Austausch zwischen Sui und Ethereum, was die Liquidität ebenfalls erhöht. Sui unterscheidet sich von traditionellen Blockchains durch fünf Hauptmerkmale und ein sehr wichtiges Element ist das objektzentrierte Datenmodell und als Solidity-Entwickler braucht es ein Umdenken, das heißt, wenn man mit Solidity entwickelt hat und sich dort die Patterns gewöhnt ist, dann muss man hier ein bisschen von Grund auf die Struktur der Contracts ein bisschen anders aufbauen, weil eben diese Objekte anders gehandhabt werden. Anders als bei kontobasierten Blockchains, wie zum Beispiel Ethereum, werden alle digitalen Assets als eigenständige Objekte behandelt. Jedes Objekt hat eine eindeutige Idee und kann unabhängig von anderen verarbeitet werden. Später dazu noch mehr. Und ein weiteres wichtiges Merkmal ist die parallele Transaktionsverarbeitung. Während andere Blockchains sequenziell arbeiten müssen, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, kann Sui nicht zusammenhängende Transaktionen gleichzeitig verarbeiten. Und das wird dadurch erreicht, dass Abhängigkeiten vor dem Ausführen des Codes bekannt sind. Und dadurch erreicht man eine horizontale Skalierbarkeit. Das Netzwerk wird mit jedem neuen Validator leistungsfähiger, da die Transaktionen parallel verarbeitet werden können.
werden diese auf unterschiedliche Validatoren verteilt und mehr Validatoren heißt auch mehr Leistung. Und die Finalität bei SUI liegt bei unter einer Sekunde. Das bedeutet, die Transaktionen sind sofort und unwiderruflich auf der Blockchain gespeichert. Und das ist ein Vorteil für DeFi-Anwendungen und digitale Zahlungssysteme, eben wenn man das mit Bitcoins vergleicht in diesen 10 Minuten. Wir haben uns das auch mit den Payment Channels angeschaut und dem Lightning Network. Dort sind wir natürlich tiefer, aber das ist wieder ein anderes Konzept. Und wenn wir jetzt Layer 1 von SUI mit Layer 1 von Bitcoin vergleichen, dann vergleichen wir hier 10 Minuten mit unter einer Sekunde, respektive 2 bis 3 Sekunden. Also da gibt es auch zwei Finalitäten, später dazu noch mehr. Und SUI zeichnet sich durch kosteneffiziente Operationen aus. Das Gebührenmodell basiert auf der tatsächlichen Ressourcennutzung und durch die parallele Verarbeitung bleiben die Kosten auch bei hoher Netzwerkauslastung für stabil. Für Entwickler und Nutzer bedeutet diese vorhersehbare und günstige Transaktionskosten ist das natürlich ein Vorteil. Und die Speichereffizienz wird durch eine hierarchische Datenstruktur erreicht, bei der Transaktionen nur die tatsächlich benötigten Objekte laden müssen. Diese stehen im Kontrast zu den herkömmlichen Blockchain-Systemen, die oft den gesamten Zustand laden müssen. Smart Contracts in SUI speichern ihre Daten in dedizierten Objekten, was Redundanzen minimiert und den Speicherbedarf optimiert. Und zudem bei der Ausführung setzt SUI auf eine Zero-Copy-Architektur, bei der Daten direkt referenziert statt kopiert werden und das Object-Ownership-Konzept ermöglicht die parallele Ausführung und die Smart-Contract-Sprache in SUI, also SUI Move, erlaubt lineares Typensystem und kann unbeabsichtigte Datenduplikation verhindern und durch Lazy Loading werden Objekte erst bei Bedarf geladen und nicht mehr benötigte Objekte werden durch automatische Garbage Collection freigegeben. Und diese Kombination führt zu einem reduzierten Ressourcenverbrauch und erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und die Kombination aus Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz macht SUI zu einer interessanten Lösung für diverse Unternehmensanwendungen, hier eben ein Beispiel Trading, Payment, bei Gaming kann es eingesetzt werden. Hauptsächlich, was ich gesehen habe, was häufig auch gemacht werden im NFT-Bereich. Die SUI-Blockchain hat den Native-Token SUI. Er ist nicht nur das Zahlungsmittel für Transaktionsgebühren, sondern ermöglicht auch das Staking im Validatoren-Netzwerk und die Teilnahme an der dezentralen Governance und die Gesamtsumme ist auf 10 Milliarden Token begrenzt. Bezüglich der Smart Contract-Sprache, hier gibt es noch eine spannende Geschichte. Und zwar wurde ja SUI von Meta, also früher Facebook, heute Meta, gegründet, welches das Diem-Blockchain entwickelte. Und nach der Einstellung von Diem übernahm Mysten Labs die Weiterentwicklung und optimierte Move speziell für SUI. Und Move wurde von Grund auf für die sichere Verwaltung digitaler Assets konzipiert. Die Sprache verhindert durch ihr Design viele typische Smart Contract-Schwachstellen. Heute existieren mehrere Move-Dialekte, was die Verwendung bei Large Language Models nicht immer einfach gestaltet, da diese nicht immer zwischen den Dialekten sauber unterscheidet. Aptos Move zum Beispiel ist ebenfalls weit verbreitet. In SUI ist jedes Asset, sei es ein Token, ein NFT oder Smart Contract, ist ein eigenständiges Objekt mit einer eindeutigen ID. Das System interpretiert 4 verschiedene Ownership-Modelle, Address-Owned für direkte Wallet-Bindungen, Object-Owned für verschachtelte Asset-Strukturen, Shared-Objects für Multi-User-Zugriff und Immutable-Objects als unveränderliche Referenzpunkte. Und noch eine Besonderheit, spannend auch bei NFTs, sind die Dynamic Fields unter anderem auch die Object-Composition. Assets können flexibel erweitert werden und verknüpft werden und was es auch noch gibt, ist eine
Versionierung, eine Bildinversionierung, was Updates ermöglicht. Und diese Komponenten zusammen unterstützen die Entwicklung komplexer Dapps bei hoher Performance. Das Validatoren-Netzwerk basiert auf einem Delegated Proof of Stake-Mechanismus. Aktuell sichern über 100 Validatoren das Netzwerk und die Anzahl der Validatoren ist im Vergleich zu anderen Netzwerken begrenzt, was Fragen zur Dezentralisierung aufwirft. Auf der anderen Seite, so einen Validator laufen zu lassen, braucht viele SUIs. Man muss eine gewisse Anzahl SUIs haben, bevor das man validaten kann und es braucht entsprechende Rechenleistung. Mit den Validatoren, diese erreichen Konsens durch ein Checkpoint-basiertes System, das in regelmäßigen Intervallen erstellen Validatoren-Checkpoints, die den aktuellen Netzwerkzustand festhalten und diese Checkpoints werden durch die Validatoren abgesichert. Der Prozess läuft in zwei Phasen. Zunächst sammeln Validatoren Transaktionen und gruppieren diese in Checkpoints und anschließend wird ein Abstimmungsprozess die Gültigkeit der Checkpoints bestätigen. Und sobald zwei Drittel der Validatoren, natürlich gewichtet nach Stake, wie viel SUIs das man gestaked hat, wird einem Checkpoint zugestimmt. Wird dieser finalisiert, dann ist eben diese Transaktion dort final. Und diese Checkpoints werden circa alle 2 bis 3 Sekunden erstellt. Das sind Transaktionen, welche Abhängigkeiten haben, wo es eben den Konsens braucht. Und bei einfachen Transaktionen, etwa direkten Token Transfers, werden diese Transaktionen direkt durch die Validatoren bestätigt und sind sofort final, ohne auf einen Checkpoint warten zu müssen. Und dies ermöglicht eben diese subsekündliche Abschlüsse für unkomplizierte Operationen. Diese komplexen Transaktionen, eben wenn man Shared Objects hat oder irgendwelche verschachtelte Abhängigkeiten, dann braucht man diese Checkpoint Finality. Und diese Transaktionen werden dann, müssen dann auf den nächsten Checkpoint warten, eben alle 2 bis 3 Sekunden und dann ist aber auch diese Transaktion drin. Full Nodes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen Anwendung und der Blockchain. Sie speichern eine vollständige Kopie der Blockchain und stellen RPC-Endpunkte bereit, über die Anwendung mit dem Netzwerk kommunizieren können. Mir persönlich sind REST-Endpoints sympathischer, aber für neue Projekte wird GraphQL empfohlen. Die Anforderungen an einen Full Node sind hoch, mindestens 128 GB RAM, 8 TB schnellen NVMe-Disk und mindestens 32 Cores. Im offiziellen Guide sind die Zahlen tiefer, aber ich habe selber einen Full Node betrieben und musste die Hardware entsprechend aufrüsten. Eine weitere Innovation sind programmierbare Transaktionsblöcke, kurz PTBs. Anders als bei traditionellen Blockchains, wo jede Operation eine separate Transaktion erfordert, können in SUI mehrere Befehle in einer einzigen Transaktion gebündelt werden. Und ein einzelner PTB kann bis zu 1024 verschiedene Operationen enthalten. Das bedeutet, Sie können beispielsweise in einer einzigen Transaktion Token tauschen, NFTs minten und Smart Contracts aufrufen. Und diese Bündelung führt zu Kosteneinsparungen. Anstatt dass man für jede Operation einzeln zahlen muss oder ein Smart Contract deployen muss, der diese alle Operationen zusammen ausführt, können eben diese Operationen mit PTBs automatisch ausgeführt werden. Das heißt, alle Transaktionen oder alle Operationen in so einem PTB werden komplett oder gar nicht ausgeführt. Das heißt, wenn eine Transaktion fehlschlägt, gibt es ein Rollback der anderen Operationen. Schauen wir uns SUI an. Ich schaue noch, ob ich noch eine CLI habe. Das habe ich. Und zwar habe ich das getcd-sui, habe ich das auch hier mir kompilieren lassen. Das ist auch Rust-basiert. Und es gibt ein Repository github-sui. Das ist ein gigantisches Monorepo, dort hat das alles drin. Das heißt, hier habe ich das ausgecheckt entsprechend und hier InstallSUI. So bin ich vorgegangen. Ich habe Linux und entsprechend das Kommando hier unten.
Da kann man jetzt mit dem Testnet oder mit dem Mainnet den Client kompilieren. Ich schaue mal, ob ich Mainnet oder Testnet habe. Ich vermute mal, ich habe Mainnet, weil eben die Transaktionsgebühren so tief sind. Da kann man mit ganz wenig Geld eigentlich schon viel machen und deshalb auch bei der Entwicklung, wo ich Sui verwendet habe, sind wir nie auf Testnet gegangen, sondern immer nur mit Mainnet dort auch getestet und dort braucht es in dem Sinn gar kein Testnet. Hat den Nachteil, dass man auch halt die Blockchain vollmüllt. Ich habe jetzt bei meinem Sui-Client, ich habe eine Adresse, mit der ich schon ganz viele Tests gemacht habe. Das heißt, ich habe auch hier eine Wallet. Das ist die Sujet Wallet. Das ist Sujet Wallet, läuft leider nur mit Google Chrome. Das sieht dann wie folgt aus. Eben hier meine Play Wallet. Das hat mittlerweile eben, dass der Sui-Preis so in die Höhe geschnellt ist. Und auch die anderen sind in die Höhe geschnellt. Hat das ein bisschen an Wert gewonnen, 460 US-Dollar. Und da sieht man, ich habe da auch schon irgendwelche Meme-Tokens einfach nur. Zum Herumspielen habe ich das verwendet und es gibt auch noch die offizielle Wallet, die kann man ebenfalls verwenden, habe ich jetzt nicht installiert. Die ist genauso gut. Da kann man auch mehrere Wallets dort verwalten, man kann auch den Namen geben und das ist eine gute Wallet, mit der ich mich zurechtfinde. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, also wir werden uns ein bisschen mit der Kommandozeile beschäftigen und dort habe ich ebenfalls die gleiche Adresse, wie ich hier habe. Das heißt, ich kann auf meine Fonts auch von der Kommandozeile aus zugreifen. Und hier machen wir am besten ein neues Projekt. Machen wir hier. cd suite test und jetzt kann ich da hier meine erste Version Sui Client Guess ein Package erstellen. My first package nennen wir es Test und es erstellt dann ein Paket, wo wir dann unser TOML-File drin haben, ähnlich wie das mit Cargo, können wir hier die Dependencies festlegen. Das, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, was man bei Ethereum machen kann, ist, man kann jetzt zum Beispiel irgendeinem Contract zu einer x-beliebigen Adresse etwas zuweisen, einen Balance zuweisen und obwohl es gar nicht dafür vorgesehen ist. Und bei Sui funktioniert das so nicht, weil dort, wenn man ein Objekt transferieren möchte, dann muss der andere oder muss man diesen Ownerwechsel explizit angeben. Das heißt, man muss sagen, okay, dieses Coin-Objekt. Bei Ethereum ist es auch ein Eintrag in der Liste. Da gibt es eine Balances-Liste, dort steht die Adresse so viel Tokens. Und bei Sui hat man Objekte. Das heißt, man hat unter Umständen x Sui-Objekte. Zusammengefasst sind das eben bei mir sind das die 430 US-Dollar. Das können mehrere Sui-Objekte sein. Das können wir uns auch kurz anschauen, was das eigentlich ist in einem Sui Explorer, wie viele Tokens das ich schon habe. Sui Explorer. Das ist zum Beispiel Sui Scan, ja. Und hier kann ich jetzt meine Adresse anschauen und dort sehe ich dann, wie viele Sui-Objekte ich habe. Vielleicht habe ich es schon konsolidiert. Portfolio. Object Count hier. Ich habe ein Objekt, ein Sui-Objekt. Ich habe drei Objekte USD Coin mit 9 US-Dollar. Und eben hier sieht man auch, dass das Konzept ein bisschen zu Ethereum unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt
US-Dollar schicken möchte, dann nehme ich hier ein Objekt. Wenn es dann zum Beispiel jetzt nicht den genauen Betrag ist, den ich schicken möchte, dann teile ich dieses Objekt, dann habe ich dann plötzlich anstatt drei Objekte, habe ich dann vier Objekte und das vierte Objekt kann ich dann kann ich die Ownership wechseln zu dem wo ich es hinhaben oder wo ich es hinschicken möchte. Und bei Ethereum hat man eine Liste, man macht plus minus Balance, that's it, und hier verschiebt man Objekte. Das heißt, wenn man jetzt ganz viele kleine Transaktionen macht, kann es sein, dass man dann tausende von Objekten hat. Die Objekte, die hat man in der Wallet drin. Man weiß, die Objekte gehören einem. Man kann die Objekte konsolidieren, man kann sie aber auch splitten. Das kann man auch über die Kommandozeile machen. Das heißt, hier gibt es ganz viel Unterstützung. Also wenn ich auf Sui Client gehe, dann habe ich bei Transfer habe ich die Möglichkeit, oder bei Split habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, die Coins aufzusplitten. Bei Transfer, ich glaube dort, oder Merge Coin, dort kann ich dann mehrere Coins wieder zu einem zusammen mergen. Und das ist auch ein bisschen der Nachteil, weil das muss man dann von Hand noch machen. Bei Ethereum ist das nicht der Fall, oder bei anderen Chains, hier ist es der Fall, hat aber andere Vorteile. So, jetzt ist es kompiliert, auch wieder 7 Minuten gedauert. Jetzt hoffe ich, dass es entsprechend funktioniert. Sui Version, jetzt habe ich die aktuelle Version. Ich hatte die Version, welche ich im Februar, März gebraucht habe und die scheint hoffnungslos veraltet zu sein. Aber wir können jetzt eben im Terminal, wenn wir das hier weglassen, das wird jetzt nicht kompilieren. Und es kommt eine Fehlermeldung und die sagt, es hat keine Drop Ability. Das heißt, das Objekt, das muss jemandem zugeordnet werden können. Wenn das nicht zugeordnet wird, dann kann es gar nicht mehr kompilieren. Das heißt, ich kann es auch nicht vergessen, nicht jemandem zuzuordnen. Ich muss jetzt entscheiden, wem ich es zuordne. Ich kann es auch public machen. Da gibt es auch eine spezielle Adresse dafür. Also jetzt transferiere ich dieses Objekt dem Sender. Das heißt, derjenige, der Init aufruft. Und das können wir auch gleich mal testen mit Sui Client Addresses. Oder wie war das Kommando nochmals? Active Address, dort schauen wir, das ist mein Play-Account, das ist gut. Und nun können wir write, build and test the package, das heißt, gebildet haben wir, das hat funktioniert. Und jetzt können wir testen, eben wie gesagt, Test Cases, finde ich sehr gut, dass die innerhalb dieses Files sind. Das macht es einfacher, auch mit diesen Objekten zu interagieren. Das machen wir jetzt nicht und wir machen dann direkt Publish Package und geben hier ein Gas Budget mit und wie gesagt, das geht direkt auf Mainnet, kostet nicht viel, von dem her nicht so tragisch und das wird jetzt hier auf Mainnet gespeichert. Da ist hier wahrscheinlich noch ein Typo drin gehabt und zwar braucht es nicht nur Mainnet, sondern Framework Mainnet. Sonst nimmt er irgendeine Version, nicht Mainnet. Jetzt sollte ich publizieren können. Ich brauche noch einen Schlüssel dafür. Das heißt, ich muss noch meinen Keyphrase, also meinen Seedphrase importieren. Habe ich noch nicht gemacht. So, jetzt habe ich den Seedphrase importiert. Und Sui Move Sui Client Publish. Jetzt funktioniert es und das heißt, ich habe ein bisschen weniger Suis. Das sind jetzt meine Suis neu. Hier sehen wir, dass da auch etwas passiert ist. Today Transaction, Generate Transaction, die können wir uns anschauen auf Sui Vision. Vor 26 Sekunden, wie gesagt, super schnell. Forge, das hat ein ID und einen unsigned Integer 64.
Wenn wir uns das ansehen, welche Objekte hier jetzt erstellt worden sind, dann sehen wir hier Example Forge, das ist unser, das können wir uns sicher ansehen, das ist dieses Objekt hier 01 irgendetwas. Das sollte man auch hier in diesem Output sehen. Das ist eine Zusammenfassung Objects Create, das ist das 01, das hier. Und hier sieht man drin Source Created. Source Created, das ist eigentlich das hier, was wir hier haben. Forge Source Created. Und das wurde jetzt auf der Chain gespeichert. Wenn wir einen Coin erstellen wollen, das geht eigentlich analog. Da gibt es natürlich auch ein wunderschönes Beispiel. Wenn wir hier zu den Examples gehen, Move Coin, dann können wir direkt hier zu einem Coin gehen und einen entsprechenden Coin erstellen. MyCoin und hier sieht man eben, es ist super klein, das Erstellen von so einem Token, einem Pendant, einem ERC20 Pendant zu Ethereum. Man gibt den Namen an, man gibt, das sind so viel ich weiß, Cray Currency, die Nachkommastellen, das kann man natürlich sich alles nachschauen. SUI Framework, SUI hier, SUI Framework, genau, SUI Framework. Und hier ist die Definition von Coin, was man da alles machen kann. Man gibt die Dezimalstellen an. In der Regel hat man hier ein UINT64. Das heißt, man hat dann nicht 18 Nachkommastellen. Dafür braucht man dann ein bisschen mehr. Das heißt, da muss man natürlich immer aufpassen, jetzt welche Datentypen das man verwendet, dass man auch unter Umständen kompatibel ist. Total Supply, also eben das ist im Typ Coin selber enthalten. Und jetzt bei dem Create, genau, das sind die Dezimalstellen, das heißt in unserem Beispiel sechs Dezimalstellen, wie bei einem Stablecoin, USDT Stablecoin. Symbolname, Description, man kann noch ein Icon hinterlegen und den Transaktionskontext, das macht man hier. Und dann kann man seinen Token erstellen. Wichtig hier ist, dass das Objekt auch jemandem zugeordnet wird. Und zwar gibt es hier ein Treasury-Objekt. Und das Treasury-Objekt, das wird hier, oder das kann dann die Coins verwalten. Und das Treasury-Objekt wird dem Sender, also derjenige, der den Contract jetzt deployed, wird dem zugewiesen. Das heißt, ich sehe dann bei Sui Vision, hey, ich habe jetzt ein Treasury-Objekt bekommen und dort kann ich, je nachdem, wie der Coin jetzt implementiert ist, minten, burnen und entsprechende Operationen durchführen. Auch noch interessant ist mit den Capabilities, die man jetzt die man angeben kann, weil ich bei diesem Transfer hier das Treasury, das ist eine Capability, mitgebe oder quasi dem Sender nun schicke, kann ich beim Minten diese Capability mitgeben, das ist diese hier. Und nur wenn ich im Besitz dieser Capabilities bin, kann ich diese Mint-Funktion aufrufen, sonst würde es gar nicht funktionieren. Das heißt, hier bei Solidity wäre es ein Require, Message Sender gleich irgendwas. Und hier muss man einfach vorweisen, Capability hier, ich bin im Besitz dieses Objektes und dann darf ich die Mint-Funktion aufrufen. Natürlich im Treasury, also das ist eben eine Capability und wenn man jetzt burnen, minten, was auch immer machen möchte, muss man es implementieren und eben mit der entsprechenden, nur mit der entsprechenden Capability darf man das machen. Beim Minten entsteht auch ein Objekt. Das heißt, wenn man 10-mal mintet und sich das zuweist, bekommt man 10 Token-Objekte. Das ist nicht wie bei Ethereum, wo man dann irgendwo in den Stable Balances diese Adresse so viel, sondern man bekommt 10 Objekte. Man kann diese Objekte dann mergen. Das heißt, es gibt auch eine Merge-Funktion und eine Split-Funktion. Increase Supply, Zero, Join. Hier heißt es Join Split. Das heißt, man kann eben diese Balances, wenn man jetzt 10 Balances hat, ein Join machen und dann hat man eine. Muss man aber machen, das ist der Nachteil. Wie gesagt, 4 Vorteile, Capabilities,
Jedes Objekt hat einen Owner. Und wenn man eben vergisst, ein Objekt einem Owner zuzuweisen und das nicht explizit als entsprechendes Objekt markiert hat, dann wird es nicht kompilieren und man ist quasi gezwungen, das so zu implementieren. Von dem her, wenn man hier ein Contract schreibt, man macht weniger Flüchtigkeitsfehler. Natürlich, die Logik muss stimmen. Wenn man die Logik falsch hat, wird es auch nicht funktionieren. Aber es bietet doch einige Vorteile, auch einige Nachteile. Es ist noch am Entstehen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Version von März habe ich verwendet. Hat nicht funktioniert, weil es wieder zu alt war. Man muss upgraden. Das heißt, man muss ständig auf dem neuesten Stand sein und auch jetzt bei Visual Studio. Das scheint auch nicht mehr so zu funktionieren, wie es bei mir anno dazu mal vor eben ein paar Monaten funktioniert hat. Das heißt, wenn ich einen Fehler gehabt habe, kam dann gleich eine Fehlermeldung und es wurde dann hier markiert, dass das nicht funktioniert. Das scheint Ihnen noch nicht zu funktionieren und da müsste ich noch Zeit investieren. Aber ich bin sicher, ich werde das zum Laufen kriegen. Und das Spannende auch ist, diese Transaktion, die ich jetzt auf dem Mainnet getätigt habe, die können wir uns anschauen. Das ist, wo haben wir, das ist diese hier, Overview, Total Gas Fees. 0,009 SUI mal 3,7, das hat mich jetzt 3 Rappen gekostet. Und Transfer wäre noch einiges günstiger. Von dem her, da kann man diverse Transaktionen, hunderte von Transaktionen machen. Wird nicht teuer sein, aber eben wenn der Preis jetzt anfängt langsam zu steigen, jetzt ist es 3 Rappen, dann vielleicht 5 Rappen, dann vielleicht 10 Rappen. Dann wird das Testnetz wieder interessant, dass man die Sachen dort austestet. Noch ein Disclaimer. Ich war beteiligt an der Erstellung einer DeFi-Wallet mit SUI, wo wir SUI verwendet haben. Ich habe Smart Contracts geschrieben und habe eine Full-Node-Infrastruktur aufgebaut. Das Projekt wurde dann aus unterschiedlichen Gründen eingestellt, leider. Und ich habe auch noch ein paar SUIs. Deswegen, das ist kein Investment Advice. Und das Thema habe ich jetzt in die Vorlesung mit aufgenommen, da eine Gruppe die Challenge Task Aufgabe mit SUI löst. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal in der Vorlesung. Das heißt, bei Fragen, Korrekturen oder Anmerkungen einfach mich kontaktieren.